ich habe die Schule abgebrochen. Heute würde man sagen, wir haben uns einvernehmlich getrennt, der 6. Klasse. Meine Mutter war wirklich, also die hat einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich war der Einzige, der eine Mittelschule machen durfte. Ich bin dann zum Militär gegangen, war 5 Jahre beim Militär und hatte am Golan und so weiter. Ich habe vorher für mich die Entscheidung getroffen, ich gehe raus, habe im zweiten Bildungsweg die Hackmatura gemacht, geheiratet, dann erstes Kind. Dann war für mich auch die Frage, Studium, ja, nein, habe begonnen, habe aber dann relativ rasch merken müssen, entweder Vollgas im Job oder ich kümmere mich um das Studium. Aber da war die soziale Verantwortung für Frau und Kinder einfach zu groß. Also die Vorstellung, ich widme mich dem Studium. Also ich habe mich entscheiden müssen. Ich habe mich entschieden für den Job.